Liebe Schützen, hier kommt euer Sternzeichen-Update für das Kollektiv der Schützen. Ich bin gespannt, was ich euch sagen darf. Wir haben schon eine Info. Es geht um das erste Haus und es geht um das sechste Haus. Das erste Haus ist ein Haus des Elementes Feuer, also auch der Sternzeichen Widder, Schütze und Löwe, wo ihr selbst dabei seid. Es geht um das Erscheinungsbild des Selbst und des Ego. Und wir haben das sechste Haus, ein Haus des Elementes Erde, gepaart mit den Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau. Und hier geht es um die Gesundheit, die Haustiere und die Arbeit. Schauen wir, was den Schützen hier gesagt wird. Ich lasse die Karten nur springen, das kann einen Moment dauern. Und bei irgendwas zeigen sich hier Zweifel. Vielleicht braucht ihr auch einen klugen Zug oder ihr seid verunsichert, welchen Weg, welche Entscheidung ihr treffen sollt. Möglicherweise geht es hier um eure Umgebung, um euer Umfeld, um die Familie, um einfach die, die euch in der Nähe sind. Möglicherweise dürft ihr hier auch lernen, neue Grenzen zu setzen oder irgendwie auf ein anderes Fundament zu bauen. Es kann natürlich auch eine Sache sein, die sich im häuslichen Bereich für oder gegen euch entscheidet oder wo ihr euch entscheiden wollt und nicht genau wisst, welche Richtung ihr nehmen sollt. Die Karten geben einen Tipp, mach einen klugen Zug, triff eine kluge Entscheidung und das Unterbewusstsein möchte hier auch, dass etwas Fahrt aufnimmt, dass etwas sich in die richtige Richtung bewegt. Kommunikation ist wichtig. Möglicherweise habt ihr hier eine finanzielle Sache, die euch wichtig ist oder die entschieden werden muss oder die mit Haus und Finanzen zu tun hat. Das kann hier auch schon um Gelder aus der Vergangenheit gehen oder auch Sachen, wo eure Seele ein bisschen gelitten hat, euer Selbst, Selbstzweifel und so weiter. Und möglicherweise müsst ihr hier ein bisschen mehr auf eure Seele hören als auf euren Verstand, um diesen klugen Zug zu machen. Natürlich sind hier tatsächlich die Selbstwertthemen drin, ne? Jetzt haben wir das so, dass es sehr wichtig ist, was das Außen mitbringt, ne? Das sind die Situationen, die kann man nicht kontrollieren. Da sind andere involviert. Da gibt es vielleicht auch Entscheidungen, an denen wir nichts rütteln können. Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie du dich zeigst, wie du dich gibst, wie du nach außen wirkst, was man von dir denkt, was du von anderen denkst. Also die Außenwirkung scheint hier sehr wichtig zu sein. Guck mal, hier hat sie eine Karte auf meinen Arm gedreht. Und im Prinzip liegt die Veränderung als nötig bei dir an. Die eigene Sicht von dir weiß es auch. Hier sind Veränderungen häuslicher Bereich, finanzieller Bereich. Und du darfst hier immer wieder klären, weil aus dem Umfeld Unklarheiten kommen. Und das macht dich wahrscheinlich hier auch unsicher oder du weißt einfach nicht so richtig den nächsten Schritt, die nächste Option. Ja, hier sind ziemlich viele Themen bei den Schützen. Wir haben den Beruf, wir haben das Haus, wir haben das Geld, wir haben die Themen, an denen du arbeitest. Also es kann schon vieles Grundlegendes sein, das diese Legung hier meint. Mit dem sechsten Haus haben wir auch die Arbeit oder eben die Themen, an denen man arbeitet. Da hast du hier im Haus der Hoffnungen und Ängste vielleicht das Gefühl, dass die Dinge sehr viel mit Arbeit verbunden sind. Es kommt viel Arbeit auf dich zu. Aber natürlich hast du hier auch die Stabilität als Wunsch drin und als Hoffnung. Und die Balance, den Ausgleich für irgendetwas.
Hier kommt dein Erfolg, lieber Schütze. Der Schlüssel, die Sicherheitskarte, das Ding, dass du dir neue Türen öffnen kannst. Hier unten haben wir noch ein paar Verstrickungen. Deshalb hier auch die Unklarheit im Hause des Außens drin. Das ist das Endprodukt. Das Gefühl der Sicherheit und die Möglichkeit, sich neue Türen zu öffnen. Guck mal, hier kommt der Segen und hier kommen die helfenden Hände. Also rechne auch mit Unterstützung. Bitte um Unterstützung. Das, was dir hier Magenkrummeln macht, wird hier als, am Ende als Segen für dich ausgehen. Nimm Führung auf. Du befindest dich vielleicht auch gerade auf so einem Lebensweg, wo ein bisschen Meisterschaft von dir gefordert wird. Hier haben wir das Element Erde nochmal und wir haben hier die Waage dabei. Und auch so dieses ausgleichende Prinzip, die Gerechtigkeit. Unten hast du noch die Hoffnung. Das Prinzip Hoffnung, das wirkt, weist dich ein bisschen durch, ja. Dann gucken wir, welches Kraft dir hier noch was mitgeben möchte. Schau mal da, wir haben für dich die Maus, die ist gleich rausgefallen. Hier kommt Gerechtigkeit auf dich zu. Die Maus sagt dir hier auch, dass du erntest, was du gesät hast, dass sich neue unerwartete Wege eröffnen, neue Möglichkeiten sich ankündigen, dass das Rad des Schicksals eine andere Drehung kriegt und dass dir Gerechtigkeit und Ausgleich widerfahren werden und alles wieder in die Balance gerückt wird. Die Maus ist auch eine Botin des Unterbewusstseins. Die nagt dir praktisch so Wege frei und Verstrickungen weg, an die du bisher nicht richtig dran gekommen bist. Und die sagt auch, hey, komm mal aus deinem Versteck raus, zeige dich der Welt, deshalb hast du hier auch das Außen. Alte Ängste, Befürchtungen, Opferhaltung gehören hier nicht mehr zu dir. Und du darfst dir hier überlegen, welche Blockaden und Muster hier noch Zugriff auf dich haben und wo du dich noch klein und hilflos fühlst, was an dir nagt, wovon du immer wieder wegrennst. Aber wenn sich dir die Maus zeigt, bekommst du eine neue Chance, Umstände deines Lebens anzugucken und auch zu verändern, Verstrickungen zu lösen und dich neu zu binden. Hier geht es auch ein bisschen darum, Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen und daran zu glauben, dass das Gute immer siegen wird. Was sagen die Vögelchen, den lieben Schützen? Ihr habt hier den Tukan. Ich komme in dein Leben und bringe dir Lebendigkeit, Tatendrang und Freude. Die Lust am Leben durchdringt dich und macht dich lebendig. Mache die Sachen, die du dir sonst nicht erlaubst. Also gönn dir auch was und habt eine schöne Legung, ihr Lieben. Ich bin Aszendent Schütze, es passt auch. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich drücke euch bis bald.